Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arm und Warfare hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schuler und bei uns ist der Thompson. Servus. Servus. So, wir sind in der Operation Nebelschirm, das Ganze mit Leopard 2A7 und dem XM1A3. Oh, man hat so richtig schöne roten Flecken. Jetzt siehst du das schon? Bist du schon drin? Ja. Okay. Ich hab nämlich die Untergrund. Ist die speziell? Oder? Nee, ich habe die Untergrundfarbe jetzt auf dieses komische Rubin gemacht. Das hat man irgendwo mal dazu gekriegt. Oh, mein Ping ist mal wieder ein bisschen mit der Böse hoch. Naja, gut, egal. So, Nebelschirm, wie war denn das? Ach, das war das, wo das Flugzeug am Ende landet, ne? Ja. Alles klar. Ah, kriegen wir hin. Wir uns auf oder fahren wir beide links, beide rechts? Oder fahren wir beide mal rechts? Ja, lass uns mal beide rechts. Rechts fahren? Dann lass uns mal rechts fahren. Ihr müsst ihre Basis erobern und auf Verstärkung fahren. Viel Glück. Da fehlt bloß einer links, ne? Im Übrigen wurde mir mal wieder gesagt, oder mal wieder in den Kommentaren halt nahegelegt, doch ein wenig mehr das Nebeln einzusetzen. Ja. Wo will er denn hin? Weg von uns, er hat Angst. Warum denn? Er muss doch gar keine Oder muss los. Guck mal, siehst du, ich habe keine Durchdringung an ihm. Bruder muss groß. Muss los. Achso, ja, gut, ja, das kann passieren, sowas. Oh, Han. Ich nehme mal. Ja, danke. Da ist ja mal ordentlich was los. Dass wir uns mal vorbereiten können. Wieso, musst du einen Clip laden oder was? Nein, aber auch die ganzen Gegner. Man will da nicht reinfahren, während alle auf einen schießen. So, dann haben wir den Typen noch. Aua! Ah! Ich drehe uns da. Oh, jetzt ist er tot. Das ging doch fix. So, da unten haben wir noch einen Bradley. APS ist hit. Ah, da ist noch so ein. Mit T15 ist da hinten noch einer. Rechts, Bradley. Weil er kann uns so eine Seite wirken, wenn wir kommen. Aua, der sollte doch da eigentlich von dem oben weggebombt werden, oder? Warte. Ich geh mal kurz. Quer hier. Ja. Hat sich ausgebrannt, Late. Mal ein bisschen Gas hier. Ja. Hast du die 15 gleich vor dir? Ja. Ich spür's. Aua. Da hast du noch ein paar, nebel dich ein. Ja. LDS arbeitet wieder. LDS hat einen Schuss abgewehrt. Ganz gut, dass er am Markt erscheint, der gut aufgehoben zu haben. LDS arbeitet wieder. Oh. Wir haben Hit. LDS arbeitet wieder. LDS hat einen Schuss abgewehrt. Das ist. Geht rum die Katze hier. Irgendeiner im Haupt mir noch von links gibt mir noch einer. Boah. Ah ja, da ist noch ein Terminator, guck an. Ach, ich nicht nur einer. Getrackt. Ja, aber der Leo, der ist also momentan, macht einen ganz harten Eindruck hier. Na gut, der ist down. Armor saved us. Oh, jetzt habe ich den ersten Hit genommen hier vom XMA13. Ja, genau den da. Achtung, rechts von dir. Oben am Hügel. Ein Stück zurück. Das geht. Wo denn rechts? Wie kann.
circa auf E4. E4, ach, der Bradley da oben bist du. Naja, der ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Au. Ja, da ist noch eine Granate. 401, der ist schon schlimmer. Oh, jetzt sind da unten wieder zwei. Sehr schön. Achtung, von rechts hinten oder rechts oben. Unser C5. Sollte unser T-15 noch hinkriegen, oder? Sehr schön. Sehr schön runtergeschossen. Das hat so eine Schaumaschine gemacht, aber irgendwo ist da noch einer. Da ist noch einer. Ich geh da mal hingucken. Da muss irgendwo ein Nest sein. Fehlt. Ah, das war der letzte. Das war der letzte. Sehr schön. Ja, gut. War eine gute Runde, ja. Ja. Wenig Schaden genommen. Schnell auch gewesen. Haben ganz gut aufgeräumt. Und man muss auch sagen, die haben guten Support gegeben von oben. Ne? Also, ja. Die haben richtig gut reingehauen. Also, wenn der meiste Gegner aufgespottet war oder so, der hat dann ruckzuck auch Fresse dick gehabt. Ne? Ja, da haben wir kurz zusammengeweckt. Das war schön. Tja, meine Lieben, ist ja nur eine kurze Folge. Naja, was willst du machen? Manchmal ist es halt so. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Zusammenfassung uns angucken. Und ja, da haben wir doch einmal wieder das komplette Medaillenpaket Paket gekriegt. Alle Medaillen, die man kriegen kann, haben wir gekriegt. Im Team, boah, stehen wir noch gut da. Ja, ich habe 15.000 Spotting. Das bringt natürlich richtig was, ja. Das bringt richtig Punkte. Sehr schön, sehr schön. War eine gute Runde. Hat mir sehr gefallen. In diesem Sinne, das war eine Runde Armored Warfare hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war das Thompson. Und wenn ihr Spaß an der ganzen Sache hattet, so wie wir, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben noch lassen und auch ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Servus.